Hallo und herzlich willkommen zurück zu Camero, A Fog Refuge. Ja, wir haben hier in der letzten Folge aufgehört. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht. Noch nicht gefüttert hier, den Frosch. So, das wollte ich sagen. Und weg war er auch schon wieder. Wir wollten natürlich schauen, dass wir in dieser Folge Frösche züchten können. Wo muss ich denn da? Ah, der Brutapparat. Durch die Zucht gezähmter Frösche kannst du neue Frösche für deinen Froschdecks erhalten. Wenn du mehr als 2 gezähmte Frösche hast, kannst du die Elternfrösche auswählen, die du einsetzen möchtest. Okay. Jeder Frosch hat Form- und Farbgene. Ziel ist es, sie zu kombinieren, um einen neuen Frosch zu erhalten. Du wirst nicht immer die volle Kontrolle haben, da die Natur auch bei Elternfröschen ihre eigenen Gene auswählt. Platziere die Gene der Elternfrösche auf dem Raster und versuche, 3 Gene hintereinander auszurichten. Erlaubt sind vertikale, horizontale und diagonale Reihen. Ach so, die kann man dann... Ah, okay... Ja, was machen wir denn hier? Wir nehmen einen pinken Zebra Pink Pink und den hier. Dann nehmen wir Filter. Hier, das Pink kann ich als Filter... Kann nur ein Merkmal verwendet werden, das sind mindestens 3 gezähmten Frösche. Ach so. Das heißt, Zebra kann ich auch nicht auswählen. Oh, dann nehmen wir Kiwi. Nein. Dann habe ich ja einen ganz anderen Frosch. Das ist doch doof. Hä? Dann lassen wir den. Und dann warten wir mal einen kleinen Moment, bis mal wieder die Leute von der Müllabfuhr vor meinem Fenster vorbei sind. Ja, ist es nicht schön. 2 Minuten lang macht man seine Aufnahme und dann, wie auf Kommando, kommt wieder die Müllabfuhr vorbei. Ich meine, die Jungs können nichts dafür, aber das ist halt immer so ein tolles Timing. Dann gehen wir mal auf, also Zuchtkosten haben wir jetzt 20. Gehen wir mal auf Los geht's. Ah, wir können doch das Pink hier reinbringen. Pink, Zebra und Aqua. Kann man das? Muss ich das rüberziehen? So. Und nu? Pink. Ja, und das Zebra kann ich jetzt nicht mehr machen. Achso, das ist so eine Art Minispiel. Ach, das ist doch blöd. Kann man das nochmal neu starten? Hm. Ich will das Zebra haben. Jetzt hat er nicht mein Zebra und Aqua. Schade. Hm. Sieht auch ganz niedlich aus, ja. Kann ich jetzt nicht füttern? Muss ich also quasi aussetzen, weil ich nichts habe, so wie ich das verstehe. Okay. Wieder ein Frosch. Ja. Du hast einen Frosch gezüchtet. Gut gemacht, Cleo. Vielleicht hast du es bereits gemerkt. Manche Frösche kommen nur in die Zuflucht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Kohlenstoffabscheidungswert und der Biodiversitätswert, die durch deine Aktivitäten im Sumpfgebiet entstehen, sind wichtige Faktoren für die Biodiversität der Frösche. Ich traf mich mit Axel und Annabelle bei der Sumpfhütte, damit wir unser neues Ziel für die nächsten Tage setzen konnten. Ein Biowert von 15%. Ja, solange wir sonst nichts anderes haben, kein Thema. Das erfordert sorgfältige Planung, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.
Um den idealen Biowert zu erreichen, musst du das Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Teichen bewahren und ihren Kohlenstoffabscheidungswert beachten. Pflanzen und Teiche, okay. Ja gut, hier kann ich eh nichts machen, ne? Kann ich nichts teichmäßig, sage ich jetzt mal, erstellen. Kann ich denn, wir haben jetzt 198, kann ich denn hier irgendwas kaufen? Frosch, Frosch, Frosch. Also die Sachen sind hier nicht für Frösche, gehe ich mal von aus. Aber das wäre jetzt zum Beispiel noch für einen Frosch. Kostet allerdings auch 100. Wobei, ja, so ein Bett für einen Frosch ist natürlich nicht schlecht. Und kostet mal eben 130. Ist ja kein Thema, wir haben es ja. Und einen Stuhl vielleicht noch. Dann sind wir wieder komplett pleite, aber was soll's. So, mal schauen. Editor, Inventar. Ein Bett. Jetzt kann man hier wieder nichts hinstellen. Das ist so blöd, dass man die nicht bewegen kann. Ah, jetzt. So. Also man muss die irgendwo abstellen, dann das Bild bewegen und dann entsprechend das woanders abstellen. Es ist ein bisschen, ja, umständlich. Den stellen wir mal hier hin. So. Sieht natürlich ein bisschen seltsam aus, wenn hier überall so Möbelstücke rumstehen, aber kein Thema. Der ist schon wieder so dicker Popo. Dich brauche ich. Komm her. Der ist hier einfach am Pinnen. Ich glaube, Takt. So nicht, mein Freund. So nicht. So, die kennen wir aber anscheinend alle schon. Noch nicht verfügbar. Okay, dann reisen wir nochmal rüber. Hey Cleo, Brennnesseln sind schlecht für die Sümpfe, aber keine Sorge, wir können aus ihnen etwas Nützliches machen. Wir müssen aus ihnen nur ein Pulver herstellen. Gute Idee, so können wir sowohl das Sumpfgebiet wiederherstellen, als auch Brennnesselpulver im Laden verkaufen. Genau, ich glaube, in der Sumpfhütte gibt es einen Entwurf für eine Brennnesselmulde. Du solltest mal nachsehen. Okay, wir haben jetzt wieder was Neues bekommen. Das heißt, ich vermute mal, das, was wir hier ständig wegmachen, das sind wohl Brennnesseln. Und ich vermute, dass das dann wohl auch gut ist, die wegzumachen. Wobei das unlogisch ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Brennnessel sind natürlich eigentlich gut. Es ist ja was Positives aus der Natur. Oh, da wollte ich nicht rein. Moment, in der Hütte wollte ich rein. So, Brennnesseln. Können wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir nicht genug Geld haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Halt, Hilfe. Ich muss hier erstmal einsammeln. Eieieiei. Ja. Ich habe euch gesehen. Keine Sorge. Aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig anklicken. Ah! So. Jetzt schauen wir erstmal. Da nehmen wir erstmal Maximum. Müssen wir wieder alles einstellen. Dann da nehmen wir Maximum. Das und das. Weil für was anderes sind die ja im Endeffekt nicht gut. Also können wir dann die natürlich wunderbar benutzen. So, die lassen wir noch mal drin, weil die können wir noch mal brauchen. Dann reisen wir noch mal schnell zurück. Und schauen mal im Shop. Das verkaufen, ja. Das auch. Also ich glaube, meine Taktik war gar nicht so schlecht. Dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich investiere jetzt erstmal mein ganzes Geld oder halt viel Geld hier in die Teiche, haben wir natürlich jetzt hier auch viel, was produziert werden kann. Also und in die Büsche und so natürlich auch. Und das ist schon sehr, sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt hier
Machen wir noch mal ein bisschen mehr von diesen Rohrkolben rein. Ach, jetzt kann man das wieder nicht bewegen. Oh. Verstehe nicht, warum man das nicht bewegen darf. In dem Moment, wenn man das irgendwo hinsetzen will. So. Und was kostete das eine jetzt? 70. Okay, das können wir jetzt kaufen. Oh, was ist das? Das war doch vorher noch nicht da, oder? Oh, Hallöchen. Ach, du bist schon gezähmt. Okay. Dann schauen wir mal. Hier ist aber nichts. Obwohl, ich habe so viele Brennnesseln weggemacht. Die müsste ich doch jetzt en masse haben. Aber wo bekommt man die dann? Moment, jetzt tut sich hier unten was. Das ist jetzt grün. Aha. Sachen. Da sind jetzt, also unter den Sachen ist es jetzt nicht drin. Aber ich habe es jetzt hier, also man kann es anscheinend erst dann herstellen. Ich hätte die dann doch liegen, also hier stehen lassen sollen, dass man die später pflückt. Aber gut, die Brennnesseln, die kommen ja immer relativ schnell wieder. Das ist jetzt weniger das Problem. So, dann machen wir hier nochmal so einen doppelten Teilchen. Zack. Und da machen wir nochmal Rohrkolben hin. So. Vielleicht noch einen Busch. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Zack. So, damit unsere Produktion natürlich auch dementsprechend ist. Fliegen haben wir noch. Es wird auch schon wieder dunkel. Das können wir wahrscheinlich auch alles erst später. Also ihr seht schon, wir haben noch unheimlich viel, was wir noch freischalten können. Und da sind Brennnesseln. Wir brauchen also 4 Brennnessel, damit wir das einmal hier auffüllen können. Aktuell haben wir jetzt gerade keine. So, dich haben wir noch nicht gezähmt. Haben wir da auch noch ein Bild von. So. Wobei ich glaube, die Bilder sind gar nicht so wichtig. Es geht einfach nur darum, dass man die halt wirklich zähmt. Den haben wir schon. Den... Ja, den können wir füttern. Ah, sehr geil. Zebra Banana Pink. So, da haben wir noch was. Ich wollte gerade sagen, dich haben wir, glaube ich. Doch. Na, haben wir schon wieder eins zu wenig. Och, Mann. Na, von dir machen wir jetzt schon mal ein Foto. Du bist so süß irgendwie. Okay, da ist noch was. Eins fehlt noch. Moment, noch nichts da. Hä, ist das jetzt gerade weggegangen hier? Das wäre aber doof. Nein. Moment. So. Das können wir nochmal machen. Braucht man aber auch unheimlich viel für. Okay. Dann können wir die nochmal machen.
Ich frage mich echt, weil nur mit Klicken funktioniert das ja hier unten nicht. Wie soll man so schnell sein, dass man die wirklich alle bekommt? Den füttern wir. Ja. Mal. Und dich haben wir schon. Was ist mit dir? Dich haben wir auch schon. Dich haben wir noch nicht. So. Sehr schön. Ah, da ist noch einer. Aber was machen wir jetzt mit dem, was hier rauskommt? Das ist das, was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Oder können wir das auch verkaufen? Das kann natürlich auch sein. Weil, wie gesagt, bei den Sachen ist es nicht drin. Aber vielleicht können wir es ja verkaufen, dass es dann drüben angezeigt wird. Das wäre möglich. Gehen wir mal eben hin. So, genau. Brennnessel. Ja gut, 20, okay. Da wir aber nichts davon wirklich selber brauchen, ist das natürlich alles Gewinn, was wir jetzt hier produzieren. Und das ist schon richtig, richtig klasse. Da kann man dann immer so peu à peu so ein bisschen schaffen, sage ich jetzt mal. Kann man hier... Hat man leider keine Anzeige, schade. Also wir sind jetzt aktuell Level 3. Oh, bitte lass mich das aufnehmen. Ja, der sieht cool aus. Kann ich den noch füttern? Ah, komm. Jetzt habe ich keine Dings mehr. Schade. Der liegt hier echt gut drauf. Okay. Ja, was ein bisschen schade ist, ist halt dieses in Anführungszeichen Grinding, ne? Also, dass man dann immer hier stehen muss und immer wieder die Sachen zusammensammeln muss. Und ja. Huch, was ist jetzt los? Moment, kann man den noch füttern? Oder wer war das jetzt hier? Weil dann zähmen wir den nochmal direkt. Mit dem genau das Gleiche. Sehr schön. Du bist gerade wieder neu reingehüpft hier, ne? Na, die haben wir noch nicht. Heieiei, nur hier komme ich gerade mit dem Drücken nicht mehr nach hier rechts. So. Unterschiedliche Erzeugnisse. Ja, die Frage ist, soll man da unterschiedlich was ranmachen oder wie haben die sich das vorgestellt? Ich weiß es nicht. Wir nehmen doppeltes Wasser. Nee, da ist ja schon was. So. So. Dann machen wir die nochmal hier rein. So. Und so. Und natürlich am Ende nochmal einen Busch hier unten hin, damit es ein bisschen schöner aussieht. Zack. Moment. Was ist das? Wenn du ein Ziel abgeschlossen hast, kannst du diese Option auswählen, um fortzufahren. Aber lass dir Zeit, wir haben es nicht eilig. Okay. Ja, ich würde gerne fortfahren, aber ich würde natürlich auch gerne die Sachen noch einsammeln, die hier sind. So. Ach so, das war das mit dem Bio-Wert. Moment, Moment. Ja, möchte... Alter, immer wenn ich da oben draufklicke, kommt ja was Neues. Ja, ich möchte wissen, was passiert. Sieh nur, Cleo, wir machen Fortschritte. Der Sumpf sieht langsam viel besser aus. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Ja. Das berührt mich echt sehr. Die Blumen sind zurück und auch die Libellen, die wir als Kinder immer gejagt haben. Früher war das hier ein magischer Ort. Nun ist es wieder ein magischer Ort.
Es ist wie ein Zufluchtsort. Ja, ein lebendiger und atmender Zufluchtsort. Ja. Also, Cleo, ich möchte dir die Bürgermeisterin Anita vorstellen. Sie möchte sich mit uns unterhalten. Hallo, ich will ganz ehrlich sein. Ich hatte anfangs meine Zweifel bezüglich dieses Projektes. Aber ich hörte immer wieder von den Bemühungen, die hier zur Rettung der Sumpfgebiete übernommen werden. Und daher beschloss ich, hierher zu kommen. Ich bin Cleo. Axel bat mich, die Sumpfgebiete wiederherzustellen und die Zuflucht zu verwalten. Und nun nimmt alles langsam Form an. Du bist so bescheiden, Cleo. Die Sumpfgebiete gedeihen gut und darin leben die glücklichsten Frösche. Anita, sollen wir dich herumführen? Ich befürchte, dafür habe ich gerade keinen Platz in meinem Terminkalender. Vielleicht ein anderes Mal? Enttäuscht von der mangelnden Unterstützung der Bürgermeisterin setzt sich Axel ein neues Ziel. Ich will immer Alex sagen. Mindestens 5 neue Froschbilder aufnehmen. Damit sollten wir unserem Projekt ein wenig Aufmerksamkeit verschaffen. Okay, das wird ja kein Problem sein. Müssen wir dann einmal wieder zurück. Ich möchte nämlich schon gerne. Nee, im Shop ist das, ne? Ich möchte schon gerne, wie sie es eben auch gezeigt haben, die Schubkarre haben. Editor, Schubkarre. So. Stellen wir mal hier hin. Zack. So, wir machen noch mal ein schönes Bildchen von dir auf dem Bett. Und ein schönes, mehr oder weniger schönes Bild, weil ich unten drin hänge. Von dir. Du bist auch neu, genau. Dann noch mal ein tolles Bildchen hier von deinem Hintern. Dann hätten wir drei. Nein, ihr Schweine. Mann, der sieht nicht halb so süß aus hier. Vier. Ich möchte hier oben einen drin haben. Ja, das wäre halt jetzt wieder das gleiche Bild, wenn ich den nochmal machen würde. Moment, dann reisen wir mal eben nach hier. Da haben wir dann ja auch wieder andere Frösche, oder? Wenn welche reinkommen. Hier zum Beispiel. So, sogar noch ein ganz neuer Frosch hier. Den füttern wir auch direkt mal. Den auch. Und den auch. So, möchtest du wissen, was jetzt passiert? Moment, ich muss mal eben noch. Ja, möchte ich? Ja. Heute trafen wir Diana, eine lebhafte und engagierte junge Frau. Mit ihren Fähigkeiten werden wir neue Möbel entwerfen und bauen können. Bestimmt werden die Frösche sie lieben. Hey, ich folge euch allen über die sozialen Medien. Tolle Bilder von euren Fröschen. Ich bin Jena und ich bin hier, um zu helfen. Was auch immer gebaut, repariert oder bemalt werden muss, kann ich alles machen. Willkommen, Jena. Ich glaube, wir sollten die Zuflucht jetzt dekorieren, damit sich die Frösche noch wohler fühlen. Und zwar wirklich super kuschelig. Schaffst du das? Herausforderung angenommen. Wie wäre es, das Zufluchtsansehen um 3 Stufen zu steigern? Ja, wenn wir sonst keine Probleme haben, dann machen wir das halt so. Okay, oh Gott. Heißt das jetzt, ich muss 3 Sachen hinzufügen oder heißt das jetzt, ich muss etliche Sachen hinzufügen, damit das 3-Level steigt? Das ist natürlich die Frage. Wir nehmen die Sachen hier nochmal schnell an. So, jetzt ist hier unten auch wieder was. Komm, alles rein ins Inventar. Das natürlich auch.
So, komm schon. Da kann man ja dauerhaft klicken hier. Ist ja schlimm. So, Moment, was haben wir jetzt hier? Erreiche Stufe 3. Ja, haben wir aber doch noch nicht. Ach so, Stufe 3. Ich dachte, wir sollen um 3 steigern. Stufe 3 haben wir doch schon lange. Heute ist dein Nachbar aufgetaucht. Sein Name ist Dylan und er hat vor kurzem in der Nähe Land für seine Farm gekauft. Er war sehr daran interessiert, an unserem Sumpfprojekt mitzuwirken. Wirklich großartig, was ihr bereits mit den Sumpfgebieten gemacht habt. Ich bin beeindruckt, dass die Natur so gut teilen kann. Danke, wir haben uns bemüht, damit das Sumpfgebiet wieder floriert. Und das ist erst der Anfang. Ich habe momentan ein wenig freie Zeit auf der Farm. Vielleicht kann ich euch mit den Insekten helfen. Das wäre großartig. Je mehr Insekten wir haben, desto glücklicher sind die Frösche. Mit Dylans Hilfe können wir 3 weitere Duplexfrösche zähmen. Du benötigst spezielle Insekten. Ach so, Duplex, also Doblex-Frösche. Woher soll ich jetzt wissen, welche von denen Doblex-Frösche sind? Okay, den füttern wir jetzt erstmal. Hallo, Cleo. Ihr wollt also Doblex-Frösche zähmen? Warum versuchst du nicht, Insekten aus deinem Inventar auf den Froschmöbeln zu platzieren? Ich denke, dadurch werden die Chancen erhöht, dass der richtige Frosch dort erscheint. Ah, okay. Das werde ich versuchen. Okay. Auf den Möbeln. So. Müssen wir erstmal wieder. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Moment, Insekten. Ich weiß auch nicht, welche Insekten ich jetzt da platziere zuerst das vorhandene Objekt. Ja, keine Ahnung. Wie macht man das denn? Ein Popo. Dann auch noch einen, den wir noch nicht kannten. Ja. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich die da drauf platzieren soll. Das war ein Doblex-Frosch, oder? Oder? Habe ich es gerade richtig gesehen? Genau, einer von drei. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall auch noch. Na, ich habe ihn gerade noch erwischt. Aber es ist nicht der, den ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall dann noch anderes Futter. Ja, das wäre natürlich der richtige gewesen. Ja, ich muss erstmal rüber. Ich brauche erstmal neues Futter. Ohne kann man das leider vergessen. Warum steht der jetzt eigentlich hier? Kann ich bei dem jetzt was kaufen oder was? Hey Cleo, ich habe über unsere Teiche nachgedacht und mir ist da eine Idee gekommen. Wirklich? Was für eine? Wenn wir ein paar Teiche zusammenlegen, könnten diese Megateiche bilden. Megateiche? Moment, dadurch könnten wir dann neue Insekten anlocken, oder? Genau. Und größere Teiche können auch mehr Kohlenstoff abgeben. Das ist perfekt. Probieren wir es aus. Wenn du bestimmte Teiche nebeneinander platzierst, kannst du Megateiche schaffen. Okay. Möglicherweise musst du die Teiche auf eine bestimmte Weise drehen, damit sie miteinander verbunden werden. Wie soll ich den drehen? Megateiche sorgen für eine bestimmte Art von Insekten und binden viel Kohlenstoff. Ah, neue Insekten. Es sind nur 3 Teichkombinationen möglich. Wähle und platziere sie mit Bedacht. Oh mein Gott, ich glaube, weil ich da so gar keine Ahnung von habe, mache ich mir mal kurz ein Bild davon. Okay. Ja, wähle sie mit Bedacht. Die sind ja lustig. Okay. Moment, dann nehmen wir.
Nee, vor allen Dingen, da muss ich ja alles hier im Endeffekt rausreißen. Oder ich mache hier unten nochmal so einen Megateich rein. Ich habe kein Geld mehr. Oh, okay. Moment, wenn wir den und den kombinieren, dann würden wir Raupen bekommen. Ich möchte aber gerne eine Libelle. Das heißt, wir müssten den Teich... Hä, das sind ja ganz andere Teiche. Moment, Moment, Moment. Kann ich hier neue Teiche? Ach so, deswegen. Also der Teich, den ich gerne haben würde, der ist wahrscheinlich jetzt auf Level 6, weil der steht nämlich hier nicht drin. Dann nehmen wir jetzt mal die beiden hier. Ich weiß, dann bin ich erstmal pleite, aber... Schilf mal 2, Bärenbusch mal 2, Rohrkolben mal 2. Oh mein Gott, ich muss hier... Moment. Waren das nicht 30, die anderen? Dann hätte das doch klappen müssen mit 80. Oder waren das 40? Ich habe jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt, gar nicht so drauf geachtet. Okay, dann müssen wir natürlich ganz viel erstmal wieder kochen. Und gucken, dass wir noch ganz viel Geld generell kriegen. So, 19 davon. Das sind dann die und die. Ja. Okay, zweimal habe ich es auf jeden Fall getroffen. Gut, Moment, hier unten ist nochmal... Ah, genau, immer wenn ich auf Reise klicke, dann gehen die Dinger weg. Das ist doch... Okay, hier ist einer ganz in pink, pretty in pink. Ja, lass mich doch das zweite auch füttern. Ist auch wieder so ein Doplex. Und hier brauche ich noch ein Bild. So. Hier finde ich irgendwie nur die Frösche, die mit dem Popo da dran hängen. Ich weiß auch nicht. Gut, dann verkaufen wir jetzt erstmal die Sachen hier. Sehr gut, dann kann ich auf jeden Fall die neuen Teiche schon mal kaufen. Nee, mit dir wollte ich jetzt gerade nicht reden. Also beziehungsweise den zweiten neuen Teich. Dann den Rohrkolben würde ich auch gerne haben. An diesen Rohrkolben können... Ja, toll. Können Rohrkolben geerntet werden. Das ist ja ein toller Text. Okay. Schilf mal 2. Bärenbusch mal 2. Nehmen wir einfach alles, was wir jetzt hier freischalten können. So. Was ist mit dir? Hallo Dylan, alles gut? Oh ja, ich habe mir nur die Bienen angeschaut, die diese Sumpfblumen bestäuben. Vielleicht sollten wir ein paar Stöcke aufstellen. Oh ja, Stöcke für Honig? Glaubst du, du könntest uns dabei helfen? Klar, geh und platziere 2 Bienenstöcke im Sumpfgebiet. Du kannst sie im Laden oder in der Zuflucht kaufen. Oh, so langsam kommt hier so viel rein. Also im positiven Sinne. Stelle 2 Bienenstöcke im Sumpfgebiet auf. Okay, muss ich erstmal die Technologie freischalten? Scheint nicht. Ich kann die so kaufen, so wie es aussieht. Okay. Ich sehe sie aber... Und weg war das Futter, was ich gerade angeklickt habe. Aber ich habe es nicht bekommen. Na gut. Bienenstock. 100. Es gibt aber auch noch ein Insektenhotel. Bienenstock wäre natürlich besser, weil wir wollen ja nicht alle Insekten hier drin haben. Aber er meinte, wir sollen das im... im Sumpfgebiet. Was heißt im Sumpfgebiet? Eigentlich könnte er beides meinen, sagen wir es mal so. Wobei es hier für mich logischer wäre, hinzustellen. So.
Weil er die ja hier beobachtet hat. Deswegen. Oh, was ist mit dir? Dich haben wir noch gar nicht, ne? Brauchen wir ein Bild von. So. Okay, das können wir auch machen. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes hinklicken soll gerade. Das erinnert mich an dieses eine Spiel, wo wir die beiden aus dem Krankenhaus gespielt haben. Das war auch irgendwie, man musste ständig überall die Augen haben und überall draufklicken und sonst waren die Sachen wieder weg. Oh. So, alle füttern, ja. Jetzt haben wir wohl genügend Doppelexe gezähmt, oder? Der ist schon. Der ist auch schon. Mit denen hatten wir, glaube ich, gerade. Immer noch nur zwei. Ach du Schande. Ach so, zwei Bienenstücke. Ach ja. Ach ja. Ja, ja, ja. Moment, da muss ich nochmal rüber. Habe ich noch? Ja, 100 habe ich noch. Sehr schön. Ich weiß nicht, warum oben 9 Minuten steht. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. So, zwei Bienenstücke. Dich würde ich gerne füttern. Ach. Hab aber nicht genug, um alles zu füttern. So. Komm, ich hätte von dem gerne noch ein Bild. Das ist endlich mal einer, den wir von vorne sehen können. So. Dann haben wir hier noch was. Wäre es eigentlich auch nochmal an der Zeit, um mal ein bisschen Geld zu verdienen. Achso, den Bienenstock habe ich jetzt gar nicht mehr aufgestellt. Moment, wir machen das mal eben kurz. Dann stellen wir den Bienenstock auf. Dann brauchen wir das und das. Perfekt. Okay. Bienenstock, Editor, zack. Ja, natürlich kommt das jetzt genau in dem Moment, wo wir das jetzt hier aufstellen. Beenden. Ja, und jetzt kann ich es nicht mehr nehmen, jetzt wo ich beendet habe. Oh. Dass das dann aber auch immer so schnell weg ist. Aber so richtig was machen kann ich mit den Bienenstücken auch nicht, ne? Hey, ich habe gesehen, dass du die zwei Bienenstöcke aufgestellt hast. Ich habe mich in Notizen aus einem Landwirtschaftskurs über Imkerei vertieft, den ich mal gemacht hatte. In der Hütte gibt es einen Entwurf. Schon? Das ist großartig. Kann es kaum erwarten, unseren eigenen Honig zu produzieren. Okay, 90 können wir gerade noch machen. Ja. Okay, die kann man dann nach einer gewissen Zeit direkt abholen. Das ist sehr schön. Da braucht man zumindest nicht zusätzlich mitzumachen. Den haben wir schon gezähmt. Den auch. Und den können wir noch füttern. So. Weil irgendwann wird man so kürre, da sieht man überhaupt nicht mehr, was von denen hat man jetzt schon und was von denen hat man noch nicht. So, das ist auch ganz wichtig hier. Ich weiß nicht, ob die durch die Rohrkolben oder was schneller kommen. Libelle, Libelle, Libelle. Ich dachte, wir kriegen keine Libellen, wenn das keine speziell... Oh, hallo, das wollte ich nicht.
Können wir aber auch machen. Der ist schon... Oh, jetzt kriege ich die anderen aber nicht mehr. Das ist doch doof. Jetzt wollte ich mal so schön einen Screenshot machen. Jetzt geht das natürlich nicht, wenn da unten die Dinger mal aufplüppen. So, okay. Wir haben auch keine Brennnessel mehr. Das heißt, da können wir auch nichts mehr machen in der Ecke. Ich hätte aber halt schon gerne noch diese eine Aufgabe abgeschlossen in dieser Folge, wenn ich jetzt ehrlich bin. 10 mit 3 neue Duplex-Frösche. Das sind immer 10er-Packs. Verstehe. Moment. Das ist kein Duplex-Frosch. Aber das eine können wir trotzdem mal mitgeben. Das ist auch keiner. Ich mache schon gar keine Fotos mehr. Es ist schon... Honig kriegen wir noch. Sehr schön. Ist auch kein Duplex-Frosch, sondern ein Duplex-Frosch. Davon mal abgesehen. Ach, jetzt ist der gerade weg, ne? Ach, komm. Oh, das ist doch gemein. Und der eine kommt jetzt natürlich wieder nicht mehr zurück, wo ich nur noch eins brauche. Oh. Da haben wir zwei. Die sind schon alle gezähmt. Ja, der braucht die anderen, die ich gar nicht habe. Jetzt ist es echt nur noch eine Warterei, bis wir jetzt einen Frosch finden, wo wir jetzt tatsächlich abschließen können, beziehungsweise den wir jetzt komplett neu zähmen können. Mit den Sachen, die wir haben. Gucken wir mal. Ne, Doplex. Ah, ja doch. Ah. Endlich. Endlich. Oh, schau dir diesen niedlichen Frosch im Terrarium an. Der sieht wirklich süß aus. Er sieht so gelassen aus, so glücklich. Er ist so ein Segen, dass wir diese Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen auswildern können. Ich bin einfach froh zu helfen. Total. Oh, schau, wie er seine kleinen Füßchen bewegt. Ah, so süß. Ich krieg noch einen Zuckerschock. Es ist vorbei. Ich sterbe. Hallo? Ja, wir haben jetzt keine... Achso, doch, jetzt hier. Wir hatten einen neuen Besucher. Sein Name ist John. Ihm gehört ein kleines Bauunternehmen in der Nähe und er möchte uns helfen. Er sprach davon, die alte Mühle im Sumpfgebiet zu restaurieren. Ah! Aha, endlich. Wir hatten... Achso, war ja gerade schon mal. Was ist mit dem Sumpf... Nee, was du mit dem Sumpfgebiet machst, ist inspirierend. Es erinnert mich an meine Kindheit. Deshalb will ich helfen, aus dieser alten Mühle etwas Nützliches für dein Projekt zu machen. Das wäre wundervoll. Wir können viel mit dem ganzen Schilf und den Rohrkolben tun, die wir sammeln. Ich hatte an eine Papiermühle gedacht. Mit diesen Fasern können wir Papier, Becher, Bretter und mehr herstellen. Nun, John, willkommen an Bord.
Wenn du bereit bist, komme zur Papiermühle und dann stellen wir ein paar Papierbecher aus Rohrkolben her. Stelle 10 Papierbecher her. Sammle die Zutaten, verwende die Papiermühle. Ja, die habe ich jetzt natürlich gerade dummerweise verbraucht. Aber ich hoffe, mit 20 kommen wir aus, dass wir 2 pro Stück brauchen. Ich weiß es nicht. Ich klicke ja direkt schon wieder alles an. So, Moment mal. Also, wähle das Papierprodukt, das du herstellen möchtest, sowie die Menge. Gib deine Zutaten in den Trichter. Ach, muss man schon wieder selbst machen. Drehe das Rad und schneide das Blatt ab. Voila. Achso, es ist dann oben mit dem Hebel wahrscheinlich, ja. Okay, rote Becher. Skizzenbuch. Kiste. Skizzenbuch ist natürlich was, was am wichtigsten wäre. Aber er hat doch gesagt, wir sollen 4 Papiere machen. Papiere sind für mich eigentlich nur Skizzenbücher, ehrlich gesagt. Egal, starten wir mal. Ich habe schon wieder alles vergessen. Moment. Wo muss das jetzt rein? Hier rein. Und da, dann an. Dann bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt hier hätte drücken müssen. Hier einmal abschneiden. Zack. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt das da nochmal hätte drücken können, um das Ganze zu verbessern, aber das ist okay. Rohrkolben, die brauchen wir dafür nicht. Dafür auch nicht. Dafür brauchen wir die. Davon haben wir allerdings nicht genug. Okay. Ach, Papierbecher. Och, ich habe natürlich wieder nicht gelesen. Ich Idiot. Oh. Guten Morgen. Ja, die Gameplayerin ist so eine Nase. Vor allen Dingen, wenn sie eigentlich noch müde ist am frühen Morgen. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Okay, dann sammeln wir noch mal so ein bisschen. Oh, endlich nochmal eine Brennnessel. Hier können wir auch noch was einsammeln. Oh, Libelle, Libelle. So, probieren wir es nochmal. Rote Becher. Können wir nur einen herstellen? Ja, super. Also wir brauchen Beeren und hier das Zeug. Warten wir erstmal. Beeren haben wir ja genug, aber von denen haben wir jetzt gerade nicht so viel. Ich weiß auch nicht. Die haben wir, glaube ich, in erster Linie nur hier oben stehen. Was bist du denn für einer? Okay. Na, das können wir dir auch noch füttern. Du brauchst ein bisschen mehr, als ich habe. Du bist schon gezähmt. Okay. Ich würde ja das gerne mit dem Wasser schon mal machen. Ich habe aber auch nur noch 29. Das Problem ist natürlich, wenn ich das jetzt für hier unten benutze, habe ich auch dementsprechend... Was war das denn? Ach so, das war das Bild. Ja gut, das können wir schon mal füttern. Habe ich natürlich dementsprechend nichts mehr, womit ich dann arbeiten kann. 6 Stück haben wir. Machen wir zumindest mal ein paar hier. So, 4 rote Becher. Dann brauchen wir das und das. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dass ich die da dann mit mehrfach herstellen kann. Okay. Nee, starten können wir nicht. Oh, noch eine Brennnessel. Sehr schön. Dann kann man das da hinten gleich auch fertig machen. Das. Ist auch noch eine. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, damit wir halt die Papierbecher auch noch machen können.
Und dann würde ich auch sagen, dass wir danach dann diese Folge auch abschließen. Also mein Ziel ist es so, höchstens eine Stunde zu spielen für die ersten drei Folgen, dass man wirklich mal gut was in diesen Folgen sieht, aber auch, ja, es dauert halt natürlich auch alles ein bisschen, ne? Ich will jetzt auch nichts wegschneiden in dem Sinne, damit ihr schon so einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze, ja, wie lange das Ganze dauert, wie ihr damit zurechtkommen würdet, theoretisch, wenn ihr das selber spielen würdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, ob ihr da mehr von sehen wollt und ob ihr vorhabt, euch das Spiel so selber zu kaufen. Lass mich doch da draufklicken. Und so weiter und so fort. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, entschuldigt. Ich muss ja hier gerade jetzt richtig reinhauen, damit ich das noch hinkriege. So, nochmal vier. Ah ja, doch, vielleicht haben wir Glück, weil das zählt, glaube ich, auch, ne? Wenn wir das vermehren. Das und das. Ja. Wir hätten jetzt 12. Reicht ihm das? Ja, offenbar ja. Also wenn wir das damit machen, vermehren. Hey Cleo, du verwaltest die Papiermühle bereits wie ein Profi. Oh, das gefällt mir. Eine schöne Abwechslung von Marmelade und Süßigkeiten. Und die Produkte werden sich ganz sicher auch gut verkaufen und uns beim Wiederaufbau helfen. Übrigens, ich habe Anita, die Bürgermeisterin, getroffen. Wir haben über diesen Ort gesprochen und nun, ich habe etwas nachgehakt, aber sie scheint Interesse zu haben. Ja, das ist doch gut. Wirklich? Das ist gut zu hören. Wenn wir sie auf unsere Seite bringen, würde es einen großen Unterschied machen. Danke! Anita ist in die Zuflucht zurückgekehrt. Sie scheint diesmal wirklich beeindruckt zu sein von dem, was wir erreicht haben. Wenn wir einen Bio-Wert von 40% erreichen, kann sie uns ganz sicher helfen. Ja, dann würde ich jetzt aber auch tatsächlich sagen, damit die Folge jetzt nicht zu lange noch geht, dass wir hier erstmal noch einen kleinen Cut machen. Ich bin hier nebenbei auch schon fleißig wieder am Drücken, wie ihr seht, damit ich hier die Sachen noch einsammeln kann. Ja, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Rest vom Spiel, also nicht den Rest vom Spiel, aber den nächsten Teil in der nächsten Folge ansehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.